Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Die Sommerferien sind vorbei und das bedeutet für die meisten Jugendlichen zurück zur Schule. Doch für andere beginnt dank der Berufsausbildung ein ganz neuer Lebensabschnitt. Für einige hat die Ausbildung bereits begonnen und diese Lehrlinge und ihre Ausbildungsmeister haben wir jetzt für Sie besucht. Ein Handwerk der kulinarischen Genüsse. Dafür steht die Arbeit der Konditoren. Für die Wissensvermittlung zwischen den Generationen macht man sich im Koblenzer Café Wehrmann stark. Hier erlernt seit einigen Tagen eine Jugendliche das Konditorenhandwerk. In der Schule habe ich eine hauswirtschaftliche Schule, so mit Backen und Kochen viel zu tun auch. Und halt dabei mir so viel Spaß gemacht hat und auch mal zu Hause gebacken. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, zu gucken, ob mich das interessiert halt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, ja. Das Traditionsunternehmen im Herzen von Koblenz hat bei der Ausbildung seit Jahrzehnten Erfahrungen. Gute, wie Konditormeister Harald Wehrmann berichtet. Ein Argument, auszubilden. Wir bilden aus, weil wir jungen Leuten eine Chance geben wollen, den Beruf zu erlernen und haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Bevor wir nun zum nächsten Ausbildungsbetrieb kommen, haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Und zwar gibt es zum Abschluss der Ausstellung Unter freiem Himmel im Koblenzer Blumenhof noch ein ganz besonderes Highlight für Sie. Dort werden die Ausstellungsstücke in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 1. auf den 2. September, die Ausstellungsstücke in besonderes Licht getaucht. Des Weiteren gibt es noch ein attraktives Rahmenprogramm für Sie. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Und jetzt zum nächsten Ausbildungsbetrieb. Zu den populärsten Ausbildungsberufen zählt seit jeher unter den Jugendlichen das Kfz-Handwerk. Ein großer und traditioneller Ausbilder ist das Unternehmen Gebrüder Heimann im Rhein-Lahn-Kreis, das auch in diesem Ausbildungsjahr Jugendlichen Perspektiven für die berufliche Laufbahn bietet. Ich wollte jetzt eigentlich schon immer was mit Autos zu tun haben. Die haben mich schon immer fasziniert. Um eine gute Ausbildung zu garantieren, informiert Unternehmer Heinz Heimann Jugendliche bereits im Vorfeld über das, was er von einem Lehrling erwartet. Es gibt da ja schon genügend Möglichkeiten, sein Unternehmen zu präsentieren. Zum einen haben wir das auf verschiedenen Schulveranstaltungen gemacht. Dann gibt es auf der Handwerkskammer Koblenz ja jährlich eine Veranstaltung, wo man sich als Betrieb oder als Berufsbranche präsentieren kann, wo die Schüler sich dann aktiv informieren können über die Ausbildung, was lernt man, was wird gefordert, was für Ansprüche muss man mitbringen. Und da haben wir bisher halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Unternehmen bildet in mehreren Berufen an mehreren Standorten aus, so auch zum Schilder- und Lichtreklamehersteller. In Geisig sind es neben den Kfz-Lackierern auch die Karosserie- und Fahrzeugbauer. Ich habe in der Jobbörse mich umgehört und habe von der HWK ein paar Informationen bekommen, auch durchs Arbeitsamt natürlich. Und aber letztendlich habe ich eigentlich selbst entschieden, welchen Betrieb ich mir aussuchen werde. Und die Firma Heimann hat mir sehr zugesprochen, muss ich sagen. Ja. Die Firma Heimann beschäftigt zurzeit 17 Auszubildende. Aber nicht nur das Thema Ausbildung, sondern auch Fort- und Weiterbildung wird hier groß geschrieben. Wenn Sie sich einmal weiterbilden möchten, bietet die Handwerkskammer Koblenz einige Kurse an. Unter anderem bietet die HWK einen Kurs zum Betriebswirt des Handwerks an. Dieser startet ab dem 1. Oktober. Aber auch ein Kurs für Existenzgründer wird angeboten. Dieser startet am 22. Oktober und geht bis zum 24. Oktober. Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Akademie des Handwerks gerne zur Verfügung. Und wir gehen jetzt zum nächsten Ausbildungsbetrieb nach Hörgrenzhausen. Und dort in die Werkstatt von Raumausstattermeister Oliver Rommel. Hier erlernt Angelina Laubach das Handwerk zur Polster- und Dekorationsnäherin. Die 20-Jährige ist in ihrem Handwerk bislang die einzige Auszubildende im Norden des Landes. Und doch hat sie sehr viel Spaß in ihrem neuen Beruf und weiß auch, woran sie mit ihrem Ausbilder ist. Ich kriege jede Menge beigebracht und der Chef, der war auch von Anhieb sympathisch. Ich würde es mal so behaupten, dass die Angelina, wenn sie weiterhin Spaß an der Sache hat, hundertprozentig eine super Prüfung hinlegt. Also das wird es auf jeden Fall schaffen. Für Ausbilder Oliver Rommel spielt neben der fachlichen Seite auch das Miteinander im Betrieb eine wichtige Rolle. Und natürlich muss die Arbeit Spaß machen. Wenn ich sehe, dass ein Auszubildender gerne diese Sache macht und Spaß dabei hat und Freude, dann ist das ein super Spiel und dann klappt das auch immer. Mehr als 12.000 Jugendliche werden aktuell in Handwerksbetrieben des nördlichen Rheinland-Pfalz ausgebildet. Damit zählt das Handwerk nicht erst seit heute zu den Top-Ausbildern.
Für das aktuelle Ausbildungsjahr weist die HWK-Lehrstellenbörse noch mehr als 100 freie Lehrstellen aus. Mehr Infos dazu gibt es im Internet unter www.hwk-koblenz.de. Diese drei Unternehmen zeigen es, wie gut es klappen kann mit der Ausbildung. Falls Sie noch eine Ausbildungsstelle suchen sollten, schauen Sie einfach mal im Internet auf der Stellenbörse der Handwerkskammer Koblenz vorbei. Dort gibt es noch 232 offene Stellen. Falls Sie einfach nur so Fragen rund um das Thema Ausbildung haben, wenden Sie sich an die Ausbildungsberatung der HWK. Dort bekommen Sie alle weiteren Informationen. Und somit sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.